Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video von unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir sind wieder unterwegs und man erkennt es vielleicht. Wir haben gute Laune. Wir sitzen im Buggy und wir müssen sofort anhalten am nächsten Parkplatz, weil wir zig Fenster noch offen haben. Ja, das ist, weil wir nicht in der Routine sind. So. Ja. Und das machen wir gleich und dann sehen wir uns wann? Nach dem Intro. Fenster sind jetzt geschlossen, also so wie sich das gehört, wenn man auf die Autobahn fährt. Richtig. Also überhaupt losfährt. Ja, wir machen einen Trip und nehmen euch einfach auf der ersten Reise nach 88 Tagen Werkstatt. Nehmen wir euch einfach mit, schauen mal, was so los ist. Wie gesagt, berichten ein bisschen schon mal in diesem Vlog. Genau. Aber ein ausführliches Thema wird es dazu noch geben. Genau, da müssen wir uns noch ein bisschen vorbereiten. Wir werden auch in dieser nicht spoilern, was es gekostet hat. Das müsst ihr euch dann in das nächste Video auf jeden Fall anschauen. Aber wir sind wieder unterwegs, das ist das Wichtigste. Und ja, heute geht es zu Muttis Geburtstag. Jawohl. Und ja, wo es danach hingeht, das wissen wir noch nicht. Ein paar, leider nur ein Wochenende. Wir würden natürlich am liebsten jetzt nach Spanien fahren, ja. Aber man kann ja nicht alles haben. Ne? Nee, genau. Wir werden jetzt erstmal anfangen, das zu genießen und erstmal wieder in Trott kommen. Ne? Genau. Dementsprechend denke ich mal, melden wir uns nachher nochmal, wenn wir angekommen sind in Oschersleben. Und also da wird es auch, wo es hingeht, in die erste Route. Und ja, dann sage ich mal, fahren wir, genießen wir die Fahrt. In unserem Buggy angekommen. Ja, was soll man sagen? Man ist so richtig kaputt mittlerweile, weil ja. Ist das gar nicht mehr gewohnt alles. Ich leuchte sehr stark. Obwohl, ich sehe auch gerade, dass die Lampe ja direkt... Boah, genau. Alter, Alter. Nein, wir sind auf jeden Fall gut durchgekommen. Stefans Blick geht natürlich immer in den Rückspiegel. Ja, ich kann es nicht sein lassen. Ja, aber ich habe keinen Qualm gesehen. Also, ist gut. Sehr gut. Ich habe aber gesehen, dass du das Mikrofon, nein, das wird ja gerade gleich ein Gedonner gewesen sein. Tja, naja, hält hier nicht so gut im Pulli. Ich muss noch auf Holz klopfen, damit das funktioniert. Ja. Keine, im Pulli. Im Pulli? Also im Pulli. Pulli. Du hast aber Pulli gesagt. Ach so. Meine Fresse. Dann habe ich mich versprochen. Der ist nicht mehr up to date. Ja, wir gehen gleich zu Mamas Geburtstag. Und... morgen werden wir dann hier losdüscheln. Wir stehen ja auf dem Stellplatz in Oschersleben, der kostenfrei ist. Ist immer noch eine tolle Sache. Ja. Strom dabei, Fähr- und End- also Strom ist ja bezahlt natürlich, Fähr- und Entsorgung, alles hier am Platz. Ideal, 8 Wohnmobile können hier stehen. Das Wetter dieses Wochenende, wie immer. Ja, nicht ganz so cool, aber ja. Wir werden noch mal so ein bisschen was später, dann noch mal morgen, würde ich sagen, berichten, ne? So was so ja, gewesen ist so ein bisschen. Heute machen wir es nicht mehr, weil wir müssen ja auch schon langsam loslaufen. Dementsprechend einfach nur, wir sind angekommen und eigentlich eins. Es geht uns gut. Wir sind glücklich. Ja, das auf jeden Fall. Aktuell sind wir sehr, sehr, sehr glücklich. Ja. Denn den Job, den wir gerade haben, du gerade deine zweiwöchige Ausbildung, bei mir die Dreifachbelastung in anderen Bereichen. Ja, ich bin froh. Und bevor ich es vergesse, ich weiß nicht, ob sie das Video sieht. Sabine, ne? Ehemalige Kollegin, wir konnten uns nicht verabschieden, weil ich war auf der Messe. Ich hoffe, dass du einen tollen Job jetzt gefunden hast. Liebe Grüße gehen deshalb hier an Sabine. Falls du zuschaust, du weißt, dass du gemeint bist. Aha. Ja, habe ich eigentlich versprochen, dass ich das in einem Videos mache und... hast du immer wieder vergessen. Ja, es war auch sehr viel los, muss ich ja dann dazu sagen. Ne? Gut, das soll es hier gewesen sein. Wir melden uns morgen von wer weiß, wo wir hinfahren, da wo das Wetter schön ist. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Ihr seht's gleich. Ich bleib dabei auf Spanien, aber das ist einfach zu weit weg. Guten Morgen! Lieber Sonnenschein? Ohne Sorgen! Ja, ohne Sorgen, genau. Genau. Aber Sonnenschein haben wir auch nicht. Aber ist egal. Aber auch nicht. Genau, 7.41 Uhr. Wir sind frisch, fromm, fröhlich geduscht. Genau, jetzt holen wir uns Brötchen. Genau, und dann fahren wir gen Norden.
Wo es genau hingeht, man hat eine Präferenz, aber das schauen wir uns natürlich genau an. Wettertechnisch, das muss ja alles passen. Genau. Hier fängt es schon wieder gerade an zu schneien. Das wollen wir irgendwie versuchen zu vermeiden. Solltet ihr Hintergrundgeräusche genau. haben, der Heizung läuft, der Lüfter läuft, der Dix läuft, das Fenster ist noch uff. Genau, muss noch ein bisschen ablüften. Ja, dementsprechend werden wir auch nicht so weit fahren zum Brötchen. Also Brötchen holen, wissen wir schon, wo es ist. Und frühstücken werden wir wahrscheinlich im Gewerbegebiet. Ja, oder gucken, irgendwo zwischendurch. Wo wir einen Parkplatz finden. Also wir werden jetzt nicht ewig weit fahren und dann erst frühstücken. Richtig. Das macht keinen Sinn. Ja, zum Platz. Sehr, sehr ruhig war es wieder hier in Oschersleben. Also noch geht es auch, weil genau gegenüber ist der Schützenplatz und dort wird ein Rummel aufgebaut. Dann ist es vielleicht ein bisschen lauter die Tage, aber aktuell absolut ruhig. Wir werden euch gleich auch Bilder nochmal einblenden von dem Platz und von der Entsorgungsstation. Wenn ihr mehr wissen wollt, es gibt einen Stellplatzguide. Ostharz, das Tor zum Harz, glaube ich, wird oben euch eingeblendet. Genau, dort haben wir den mal komplett vorgestellt mit Einzelheiten. Genau, also wenn ihr da mehr Informationen zu diesem Platz haben wollt. Und wichtig ist, kostenfrei ist er. Richtig, und wir machen uns jetzt auf den Weg. Genau, zu neuen Abenteuer im Bangi. Sehr gut. The rest, biking alone in the sunset, through the canal, so the mindset I need it, yeah, I need it. Oh, let's freeze time, gather around, watch the sun go down. Oh, in summertime, soaking up the sun, cruising around in this crazy town. Angekommen sind wir. Wenn mein Hase was sagen will, dann muss er sein Mikrofon anstecken. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, scheinbar funktioniert das. Ja, ja, ich mache jetzt erstmal Frühstück. Ne? Wir sind nicht weit gefahren, sind nämlich von Oschersleben bis nach Seehausen gefahren. Und ich habe mir gedacht, oh, hier gibt es gar keine Plätze. Also Parkplatz direkt am See. Da blenden wir euch jetzt ein Foto ein. Und ja. Neue Pfanne. Richtig. Ja. Die gute von Woll. Wir sind nicht... Da fragt man, woran hat es gelegen? Sag mal, habt ihr gesoffen? Ja. Am frühen Morgen schon so ein Absturz, alter Falter. Also, manchmal frage ich euch, was mit euch so los ist. Nein. Auf jeden Fall haben wir einen Platz direkt am See, einen Parkplatz. Ja, wir können hier nicht eigentlich so stehen, wie man sein soll, weil wir so eigentlich so hintereinander stehen, aber... Was ist das Mikrofon abgefahren? Der ist doch nicht ganz dreckig. Ja gut, dann liegt ihr jetzt auf dem Boden bei ihm. Ich rede jetzt weiter. Scheinbar sind wir nicht in der Lage, ein vernünftiges Video mehr im Buggy zu machen. Unfassbar. Na gut, wir werden jetzt hier frühstücken und dann entscheiden wir, wo es hingeht. Zwei Orte schwirren mir im Kopf rum, aber dazu mehr. Und dann berichten wir, wie gesagt, auch ein bisschen was aus unseren letzten 88 Tagen, die wir hier so erlebt haben. Aber jetzt erstmal Frühstück. Falls ihr euch wundert, warum wir ab und zu mal in die Richtung gucken, das sieht man auch eigentlich, dass da so ein Handy ist. Ich darf aber nicht so machen, weil dann bin ich völlig verwirrt. Wir sind angekommen und haben irgendwie dem Schnee nicht entrinnen können. Ja, der ist jetzt auch hier angekommen. Ja, hier also, wo sind wir denn überhaupt? In der Hitze. In der Hitze, Hitzacker. Ja, genau. An der Elbe. Hat du ja schon wieder verraten. Ich wollte jetzt den Spaß machen. Jetzt kann ich das mit dem Acker und der Hitze nicht mehr machen. Tja. Blöd. Doof gelaufen. Auf jeden Fall haben wir hier Kuchen. Ja, naja, das. Schön, Liebesknochen. Wir versuchen das natürlich jetzt erstmal uns gut gehen zu lassen hier im Auto. Genau. Ne? Tee ist auch gemacht. Und wir werden euch dann gleich berichten. Da müssen wir nicht aufpassen, weil Kuchen essen und gleichzeitig euch was labeln, das wird nicht funktionieren. Dementsprechend werden wir jetzt definitiv mal sagen, obwohl der Tee. Der muss man für dich auch ein bisschen abkühlen, oder? Ja, wir können gleich loslegen. Dann können wir ja gleich loslegen. Also, 88 Tage und nein, vergiss es nicht, anfangen. Erstmal Glückwunsch an euch, dass ihr so lange ausgehalten habt, ja. bis hier zu schauen. Denn wir haben lange gelabert, ohne einfach Sinn und Verstand. Aber wir haben gesagt, ist das eine Art Reisevlog mit Informationen. Und jetzt fangen wir an.
88 Tage ist es tatsächlich her. Da haben wir Buggy abgegeben. Genau, jetzt sind es 89 Tage, aber gestern war der große Tag. Nach genau 88 Tagen, am 28.11. haben wir ihn abgegeben. Ja. Am 24.02. haben wir ihn wieder gekriegt und große Torturen gemacht. Ne? Ihr wisst, von 10.000 Euro Schaden. Nee, erstmal fing das an, dass einfach die Werkstatt den Dieselpartikelfilter und den Turbolader neu gemacht hat. 7.500 Euro Schaden auf Fiat-Rechnung. So viel können wir sagen. Genau, dann auf eigene Rechnung. Ja, dann ging es auf 10.000 Euro. Dann ging es auf 32.000 Euro. Das sieht man, glaube ich, gerade da oben gar nicht mehr. Genau, so weit oben. Doch, das sieht man. Guck mal, da können wir da gucken. Genau. Da ist die Hand. Ja. Und wir haben gesagt, 32.000 Euro. Nee, das wäre unser Todesstoß gewesen, auch wenn das Auto das wert gewesen wäre. Aber 32.000. Ja, die kannst du nicht aufbringen. Das ist das Problem. Genau. Also hier zumindest. Irgendwann hört es da auf. Dann haben wir viel Glück gehabt mit Bob, dem Baumeister. Ja. Ja. Und hat einen anderen Namen, werden wir auch noch mal verraten. Genau, da machen wir wirklich ein gesondertes Video. Es hieß halt immer, wir schaffen das. Und genau. Das war halt so. Yo, wir schaffen das. Genau. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob der Meister, yo, wir schaffen das! Und aber es war auch wirklich so. Genau, und wir durften immer dran teilhaben, also immer wieder, wenn ein Teil kam, ja. Also wo der neue Motor, also wir haben einen nagelneuen Motor da drinnen jetzt. Genau, also das haben wir neu. Wir haben jetzt einen nagelneuen Motor, wir haben Dieselpartikelfilter neu, wir haben Turbolader neu, alles was zur Ansaugung gehört ist neu und wo Luft und so weiter durchfließt ist alles neu mit Kühler und so weiter und so fort. Dieselinjektoren, Hochdrucksysteme, alles neu, also sämtliche Leitungen neu. Ein paar Sachen konnten wir so retten, das war auch gut. Aber ich sag mal so, da hättest du den Kohl jetzt auch nicht mehr fett gemacht. Also das wären dann vielleicht noch 500 Euro gewesen oder sowas. Der Rest ist jetzt alles eh neu, bis auf Getriebe eigentlich. Ne? Getriebe ist noch das Vorhandene. Sämtliche Flüssigkeiten neu. Und wir haben auch einmal komplette Wartung jetzt. Genau. Weil es waren ja eh alle Flüssigkeiten raus. Also haben sie den Rest mitgemacht, die noch zur offiziellen Wartung gehören von Fiat. Und das wurde dann dementsprechend gleich mitgemacht und Stempel. Genau, also das haben wir auf jeden Fall hinter uns und wie gesagt, die Werkstatt hat wirklich mitgefiebert, denn für euch oder die, die bei uns bei Instagram folgen und da gehen nochmal ganz liebe Grüße natürlich nochmals, also nicht, dass wir, sie haben ja erst einmal getroffen und trotzdem irgendwie war das Gespräch so herzlich, dass man sie fast schon ins Herz, ja, es war sehr intensiv. Herz, man hat sie schon ins Herz geschlossen. Genau. Also liebe Grüße an Britta und Andrea, die nehme ich die ganze Zeit schon gefragt und. Ich glaube, wie alle anderen jetzt hier auch. Weil sie waren ja ein bisschen auch mehr informiert, weil sie uns halt in Hamburg getroffen haben. Ja, haben uns angeschrieben und dann haben wir gesagt, ja, nee, gibt's doch keinen Neuschein. Und meine Kollegen habe ich gesagt, das Ding ist nicht angesprungen. Ja, wir hatten so ein paar Hürden dann noch in der Werkstatt, weil das Thema war einfach, dass er nicht starten wollte. Genau, das heißt, und das Zündschloss war kaputt. Ja, irgendwie war wohl ein Kurzschluss da noch drauf. Keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist. Aber das ist auch jetzt mit neu gemacht. Aber das war natürlich auch was. Nein, wir sind so auf der Zielgeraden. Und wie gesagt, Bob, irgendwann sagen wir den richtigen Namen, aber Bob hat wirklich auch Rotz und Wasser geschwitzt und hat gesagt, boah, geht gar nicht, weil, ja. Aber eins kann man sagen, die Werkstatt freut sich für uns echt mit und die sind auch echt und dabei. Die haben und einen absolut geilen Job gemacht. Super, wirklich. Sagen. Also ganz, ganz, ganz liebe Grüße nochmal und vielen, vielen tausend Dank. Also dazu machen wir nochmal wirklich ein extra Video. Genau, dann. Weil wir werden jetzt nicht sagen, was es gekostet hat. Spoiler-Alarm, ihr müsst euch wirklich gedulden. Es ist auf jeden Fall günstiger geworden. Genau. So, es werden keine 32. Auf jeden Fall, ja, und unsere Kollegen, also mein Kollege, die Kollegen, die ich das gesagt habe, wissen das schon wahrscheinlich. Ja, die haben die Informationen ja schon und die haben gesagt, ach, und ihr redet das so ungefähr nur so viel weniger. Manche haben noch nicht mal das. Ja, übrig. Also es ist eine hohe Summe, die wirklich weniger ist und das freut uns. Und wir sagen trotzdem hier auch nochmal Danke an die lieben Leute, an euch, die uns unterstützt haben über PayPal. Das hat uns wirklich eine große Rechnung wirklich erleichtert. Zumindest
gut die alte Werkstatt bezahlen, weil sie natürlich auch noch arbeiten. Der Motor war rausgenommen, der Tank war rausgenommen, den Tank haben sie auch schon gereinigt gehabt und da war ja einiges schon vorgeleistet. Pumpe schon neu und so, also ja. Und die Werkstatt, wie gesagt, die haben auch einen guten Job, also die Werkstatt selber hat einen guten Job gemacht, das muss man sagen. Und das war unser großer Vorteil, dass die beiden Werkstätten gut zueinander können und auch sich unterstützt haben und dementsprechend ging das auch wunderbar mit der Überführung zu der anderen Werkstatt hin und also die haben das auch alles nicht durcheinander gebracht, also die Komponenten und so weiter, dadurch konnten sie auch sich gut austauschen und hat gut geklappt. Genau, also wir sind richtig froh, wir werden es genießen auf jeden Fall. Und wir haben jetzt die ersten 260 Kilometer haben wir jetzt runter und es läuft alles wunderbar. Genau. Also es ist nichts. Es hat sich was verändert, was Geräuschkulisse angeht. Das werden wir aber mal später alles eruieren. Wie gesagt, denn der Wagen kommt nächste Woche nochmal in die Werkstatt. Zur Kontrolle nochmal, genau. Also das ist auch absolut genial, dieses Angebot, dass wir da hinfahren. Da wird nochmal drunter geguckt, passt das alles in die Schläuche. Also man merkt, man fühlt, also ich fühle mich da, wir haben uns da schon immer wohl gefühlt sowieso. Und man fühlt sich noch wohler. Und Betriebsflüssigkeiten werden alle nochmal kontrolliert, weil es säckt ja alles auch nochmal ein bisschen ab. Dann ist nochmal im Kühlsystem ein bisschen Luft drin gewesen und. Also wir können auf jeden Fall noch ein paar mehr Informationsvideos drehen, weil das eine oder andere ist passiert. Es sind Fehler aufgetreten, die es wieder mal nicht im Internet zu finden hat. Wir können euch auf jeden Fall zukünftig da was berichten. Das sind die ganzen Spoiler, ohne dass wir was sagen in die Detailtiefe. Genau. Und jetzt würde ich sagen, weil ich sehe hier schon weniger als 10% Akkuleistung. Wir quatschen schon wieder 8 Minuten nur in diese Kamera. Mhm. Ich glaube, das soll es in dem Moment jetzt gewesen sein. Wir essen jetzt ein Küchlein, trinken unser Tee. Vielleicht können wir dann noch mal ein bisschen spazieren gehen. Wenn das Wetter einigermaßen ist, weil die Elbe ist so relativ hinter euch und vielleicht schaffen wir da irgendwie hin. Werden wir aber dann sehen. Es regnet, es wird Zeit, dass du die Kamera ausmachst. Ach nee, das kann ich ja machen. Gleich mal nochmal prüfen, warum mein Mann an seinem Arm schwarz ist. Unfassbar. Ja, ich bin an der Lenkradkralle hängen geblieben. Labarababa. So, wir haben ein bisschen was geguckt. Das eine Video war ein bisschen zu lang. Haben das schlechte Wetter ausgenutzt sozusagen. Genau. Jetzt ist es trocken, es ist nicht wunderbar, aber es ist sehr windig. Deshalb wie immer die Aufnahme hier drin und wir versuchen ein paar Bilder mit unseren Smartphones auf die Reihe zu kriegen. Wir gehen jetzt rein nach Hitzacker, vielleicht zur Elbe, das wissen wir aber alles noch nicht. Wir schauen uns mal das Städtchen an, denn die Steffi von Come With Us 2 war ja auch hier vor knapp einer Woche, anderthalb Wochen. Ja, mal gucken, was sie so gesehen hat. Wir gehen also auf den Spuren einer Schweizerin in Norddeutschland. Genau. Ja, wir waren fleißig. Draußen ist auch schon wieder Weltuntergang. Schon wieder richtig stürmisch da draußen. Bäh, 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 gar nicht schön. Ja, Graupel und so weiter. Also. Aber das stört uns nicht. Ich hoffe, ihr habt schöne Bilder aus Hitzacker. Ja, Hitzacker. So heißt der Ort. Alter, Alter. Es geht vorbei. Ja, ich habe gerade, wo Stefan hier wunderbar gekocht hat, was ihr in Teilen nur sehen könnt, habe ich ein anderes Video, was noch kommen wird, aufbereitet. Und das sind so viele Informationen. Uiuiuiui. Genau, und gekocht habe ich das hier. Genau, zeigen Sie mal. Mal sehen, ob man das sehen kann. Zur Not machen wir jetzt ein Foto davon. Genau.
Wir haben mal wieder, oder Stefan hat mal wieder, wir ganz traditionell, wenn wir hier im Wendland in der Ecke sind. Ja, habe ich einen Braten gemacht. Es ist ja auch was Feierliches, ne? Dass wir unser Auto jetzt wieder haben, darf man das auch feiern mit einem Braten, haben wir uns gedacht. Genau. Naja. Also er hat uns angelacht in dem Supermarkt, wo wir waren, und haben wir gesagt, da machen wir das auf jeden Fall. Und 2,5 Stunden. Und er scheint sehr, sehr zart zu sein. Ob es das ist, werden wir euch dann nachher nochmal sagen, weil wir haben noch zwei Sachen, ja, über die wir sprechen können. Wir haben auch einen Fehler gehabt, den wir aber produziert haben, muss man dazu sagen. Und das ist ganz wichtig. Dazu gibt es auch im nächsten Video. Also wenn wir mit E133H euch helfen konnten, vielleicht mit einem anderen Fehler auch noch. Genau, ja. Aber alles später. Jetzt stoßen wir erstmal darauf an, dass wir unser Auto erstmal wieder haben und dass wir hier so schön, ja, drin sitzen dürfen und es genießen dürfen. Nochmal stoßen wir auf euch an. Dank euch haben wir ein bisschen... vielen, vielen, vielen Dank. Wirklich. Einige Nerven weniger gehabt. Also ja, die wir kaputt haben. So, ich bin schon so kaputt. Prost! Prost! Lecker. Einer meiner ersten Weine dieses Jahr, glaube ich. Ja, so oft hast du noch nicht Wein getrunken, das stimmt. So, und jetzt guten Hunger. Guten Hunger. Wir haben es jetzt 10.36 Uhr schon wieder und wir haben völlig den Ort gewechselt. Ich wollte gerade sagen, wir stehen nicht mehr in Hitzacker. Genau, wir haben ein bisschen überlegt, was wir jetzt machen. Und weil mein Hitzacker, da sind wir schon gelaufen, nicht wirklich mehr zur Elbe kommt, haben wir gesagt, aber eigentlich wollen wir noch einen Spaziergang machen, haben wir uns einfach entschieden, wir fahren einfach nach Hause. Ja, in Richtung nach Hause. Zu Hause angekommen sind wir natürlich noch nicht. Da sind wir noch lange nicht. Wir sind an einem unserer Lieblingsplätze. Es ist eigentlich, und das ist komisch, es ist nicht Ostern und wir haben kein neues Radio. Genau, an dem Platz ist nämlich normalerweise ein Radio, das hier verbaut wird. Ne? Genau, in der Regel. Wir haben gesehen, dass auf jeden Fall in der Werkstatt doch ein bisschen was kaputt gegangen ist. Ich weiß aber nicht, in welcher, ist auch egal. Ist, ja, mein Gott, das war ein Euro oder keine Ahnung. Das, ja, ja. Ist, das tut sich weh. Wir haben es nur durch Zufall entdeckt, weil wir nämlich die Sonnenbrille von Stefan suchen. Genau, die fehlt mir auch noch. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß auch nicht, ob ich sie rausgenommen habe. Ich will nochmal fragen, also in der Werkstatt vielleicht hat man. Also ich weiß, dass er sie nicht rausgenommen hat, weil sie war am 23. Dezember nicht da. Also ja, ich habe ja meine rausgenommen und da haben wir gedacht, oh, deine haben wir vergessen. Aber das findet sich schon. Ja. Ja, dann können wir auf jeden Fall sagen, ich habe jetzt die letzte Nacht, also die zweite Nacht, definitiv besser geschlafen, nicht mehr so viel Blödsinn geträumt. Also ja, man muss sich erstmal an das Auto wieder gewöhnen, nicht? Ja, man hat halt immer noch dies und das und eigentlich, ja, also ja, super war das. Ja, auch, fand ich auch. Schön, was das vorteilmäßiger an dem Auto ist, weil die Heizung ist da unten. Ach, hatten wir ein schönes warmes Bett da hinten. Ja. Ich erinnere mich an die Reisen mit Teddy, da hinten war es ja sehr kalt. Ja, es waren auf jeden Fall -2 Grad draußen und da war es in Teddy wirklich sehr kalt gewesen. Ja, und das hatten wir hier in unserem Buggy auf jeden Fall nicht. So, wir werden jetzt gleich rausgehen, achso, haben wir jetzt gesagt, wo wir eigentlich sind, Schleuse Uelzen, weil wir es vergessen haben zu sagen. Genau. Und da ist heute viel Verkehr, das habe ich schon gesehen, wo wir über die Brücke gefahren sind. Da wollen wir hin, da wollen wir jetzt noch einen schönen Spaziergang machen, weil noch ist die Sonne da. Mhm. Und das nutzen wir natürlich aus. Und für euch, ich hole mal was jetzt, was aus Ulm. Die sind in Ulm, wir waren in Ulm. Warum sind wir da nicht hingefahren? Gerade. Ja. Habe ich hier nämlich etwas von selbst gekauft. Das ist ganz wichtig. Liquid Molly, Antibakterien, Dieseladditiv, das Ding wurde jetzt reingemacht in unserem Auto. Genau, wir haben schon einmal wieder getankt. Das ist jetzt sozusagen noch nicht nochmal wieder reingekommen. Das werde ich nochmal tun beim nächsten Tanken, aber nicht jedes Mal tanken. Denn Additive selber sind in dem Diesel, den wir jetzt aktuell tanken, genau, sowieso schon drin. Dazu nochmal später wirklich ein ausführliches, fachliches Video, wie ihr da dementsprechend mit umgeht, was ihr machen, genau, müsst oder könnt. Also auch zu diesem Teil, da gibt es auch ein extra Video. Wir wollten euch nur mal gesagt haben, also ihr seht, auch wir haben das wahr gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben das gekauft. Wir haben auch die kleinen Sachen. Dazu, genau, kommt aber alles ein extra Video. Das ist ein anderes Additiv. Wofür man das braucht, genau, machen wir dann. Ne? Weil das, genau, ist schon wichtig, weil wie gesagt, das können wir ja sagen.
auch da gibt es demnächst das extra Video, was alles jetzt hier gemacht, genau gemacht worden ist. Das werden wir heute sogar noch produzieren, weil wenn nachher die Wolken weg sind, haben wir Zeit. Können wir auf jeden Fall sagen, was die Spülung angeht. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen das nochmal, weil das wird uns günstiger kommen, wenn wir das Mittel benutzen. Jo. Ja, aber ihr seht, wir nutzen sowas schon mal. Ja, ich denke mal, so viel zu unserem Er ist wieder da Video. Nach 88 Tagen konnten wir endlich wieder reisen. Ja, also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Abschlussvideo, Abschlussszenen und Bilder und so weiter. Die blenden wir dann zum Schluss nochmal ein. Ne? Genau. Wenn wir jetzt gehen. Das machen wir nämlich jetzt, weil, wie gesagt, es ist toll hier. Der Parkplatz ist kostenlos. Ihr dürft 3 Nächte hier stehen, also bis zu 3 Nächten. Mhm. Hat aber auch nichts. Kein Strom, keine Entsorgungsmöglichkeiten, gar nicht. Ist ein reiner Parkplatz. Aber ihr seid direkt am Elbe-Seitenkanal. Deshalb, wir haben die Elbe nicht ganz verlassen. Wir sind jetzt im Seitenkanal. Richtig. Und wie gesagt, hier gibt es immer viel zu gucken an der Schleuse. Und die Bilder, die seht ihr jetzt gleich am Ende. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie uns. Es gibt viele Videos in Zukunft wieder. Buggy wieder da. Und wir haben viele Wochenenden jetzt wieder vor. Wir müssen einfach alles nachholen. Das geht sonst. Das werden wir jetzt auch tun, ja. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund. Abonniert unseren Kanal. Haut gerne rein in die Kommentare, ob ihr uns vermisst habt. Also ja. Buggy vermisst habt. Und dann bleibt uns gewogen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.